Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen. Solche oder ähnliche Gedanken dürften in Tiger Tracks vor dem Auftritt in der einmal mehr ausverkauften O2 World in Berlin im Kopf herumgespukt sein. Die Eisbären sind derzeit vor allem zu Hause richtig gut in Form, haben die letzten 7 Heimspiele allesamt gewonnen. Zudem kehrten gegenüber dem 4:1 am Dienstag gegen Nürnberg mit Mats Christensen und Florian Busch 2 Leistungsträger ins Team zurück. Trotzdem wollten sich die Tigers, die auf den nach seiner dritten großen Strafe gesperrten Carl Stewart verzichten mussten, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und tatsächlich gelang ihnen in der letzten Spielminute des ersten Drittels die verdiente 1:0 Führung. Man ließ die Eisbären nicht richtig rein in diese Partie. Zudem hatten die Hauserinnen die Tigers wohl auch etwas unterschätzt, was nicht zuletzt der Einsatz von Backup-Goalie Kevin Nestuk belegt. Torschütze zum 1:0 war übrigens Eric Melosch, der beim Schuss von Kevin Effring noch den Stock dazwischen hat und abfälscht. Und man höre und staune, es war ein Powerplay-Tor. Damit ist auch dieses Thema endlich wieder ad acta gelegt. Schiedsrichter Stefan Bauer bemühte den Videobeweis wegen eines vermeintlichen hohen Stocks, gab den Treffer dann aber. Ein dickes Lob auch an Goalie Dimitri Petzold, der sich nach den durchwachsenen Leistungen zuletzt diesmal als bärenstarker Rückhalt präsentierte und seinem Team mehrfach die knappe Führung rettete. Und diese Szene hier zeigt auch, wie das Spiel lief. Berlin optisch überlegen, die Tigers dagegen immer wieder mit nadelstichartigen Kontern. Insgesamt war es von A bis Z ein klasse Auswärtsspiel. Trotzdem kann man eine Mannschaft wie die Eisbären nicht 60 Minuten lang vom eigenen Tor weghalten. Und in der 50. Minute war es dann passiert. Gerade war eine Strafzeit von Stefan Wilhelm abgelaufen, da buxiert Laurin Braun die Scheibe doch noch ins Straubinger Gehäuse zum 1:1 Ausgleich. Auch hier gab es einen Videobeweis, aber klar zu sehen, der Treffer absolut regulär und letztendlich sicherlich auch in Ordnung. Nach Ende der regulären Spielzeit also ein Punkt für beide Seiten und den hatten sich die Gäste wahrlich verdient. Zu Beginn der Overtime mussten die Tigers eine Unterzahl und einige brenzlige Situationen überstehen, aber auf Petzold war an diesem Abend Verlass. Kurz vor Ende der Overtime waren dann aber die Gäste im Powerplay und sie machten es besser als die Eisbären. Zunächst die Scheibe schön im Drittel gehalten von Karl Corazzini und dann kommt Justin Mapletoft an den Puck und schlänzt ihn 8 Sekunden vor Ende der Verlängerung in die Berliner Maschen. Für meine Begriffe war sogar Corazzini noch dran und fälschte ab, aber egal, die Freude war riesig, denn wer hätte den Tigers vor dem Match diesen Husarenstreich zugetraut? Mit nun 58 Punkten überholten sie in der Tabelle sogar wieder die Hannover Scorpions und waren bis zum Match gegen Nürnberg 9.